Eine Greifhaken brauchen wir, glaube ich. Oh, ja, da brauchen wir. Für dieses Rätsel. Greifhaken. Also Greifhaken ist hier. Das war auch gut. Mit den Kanonen machen wir kurz einen Prozess. Und schießen uns schon fast ans Ziel. Abkürzung. Alles für die Abkürzungen. Ich hätte auch einfach Richtung mein Haus gehen können. Da ist noch so ein blaues Ding in den Wolken. Das ist halt irgendwie. Das juckt mich auch noch. Da gibt es auch noch ein Ending für bestimmt. Ja, blöd, wenn das für nichts und da mal nichts. Und wieder nichts drin ist. Das kann ja nicht einfach nur so da sein. Das muss ja eine Bedeutung haben. Nicht klar, dass da hingebackt worden. Ich weiß, es gab auch Unfälle und so weiter. Okay. Das war ein Schild. Also jetzt Prinzessin retten und von hinten. Nee, das war jetzt, das ging jetzt sehr falsch. Von hinten an den dunklen Lord heran zu schleichen. So, warten, 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 warten. Dunkle Lord kommt nur, wenn wir die Prinzessin haben. Oder? Du hast einen Morty. Wo ist Morty? Wir gehen. Besiegt dein Papi. Du musst zugucken, wie ich dein Papi töte. Wobei, wer weiß. Vielleicht ist der Dunkle Lord ja auch eine Frau, das ist. Ja, es könnte auch eine schwule Beziehung sein, spricht auch nichts dagegen, wie wir beim letzten Ending gemacht haben. Und es ist immer eine Frau. Das zählen schon Geschlechter. Dann töten wir jetzt Mordys Mutter. Mordys Mutter kennen wir aus mehreren Aufnahmen mit Mordy. Mordys Mami haben wir schon öfters gehört. Ist immer im Hintergrund mal zu hören. So, Mordys Mama getötet. Der Dunkle Lord hatte ein legendäres Duell erwartet. Aber stattdessen einen hinterhältigen Stich in den Rücken bekommen. Seine Augen schlossen sich langsam unter Tränen, während das verrückte Lachen von Zweig über das gesamte dunkle Tal erhallte. Quick and Dirty. Oh, was? N69. Ha, ja. Quick and Dirty. Haha. Ha. Okay, da haben wir noch einen, der lange die Macht. So, noch, das ist dann. Das wäre noch toll, wenn wir die Reihe voll kriegen würden, das Jahr 80, da haben wir 227. Das wäre jetzt aus, ich habe mich mal noch nicht umgenannt. Und prahlte wochenlang offen mit seinem Sieg gegen den dunklen Lord.
Sein Lächeln verschwand, als er hörte, dass ein neuer Bösewicht die Kräfte und Absichten von Dunkel Nord geerbt hatte. Dieser hatte allerdings einen Namen, der tief im Optionsmenü versteckt war. Juhu. Können wir jetzt auch bestimmen. Mordis Mutter. Genau so. Dunkle Klippe, vielleicht hier lang. Klippe war das, wo wir jetzt hin müssen. Ich wusste doch, dass uns das erreicht, nur. Wie sollen wir da jetzt hinkommen? Stellt sich das Spiel das vor? Das war doch, glaube ich, hier das Ding, wo man runterfallen kann, aber wo man, wenn man das richtig macht, dann auch. Dunkle Dachterrasse. Schade, dass wir kein Schwert dabei haben. Dunkler Balkon, okay. Prinzessin. Okay, das war der falsche Abgrund. Komplett Lösung sagt, Hakenklaue holen. Komplett blind schaffe ich das jetzt hier. Okay. Und glaube ich zum Schluss. Nein. Nicht sterben. Nicht verkacken. Okay, ich muss jetzt hier dunkle Klippe. Ah ja, hier. Jetzt, wenn ich mich nicht alles täuscht, in der Mitte. Das war nicht der richtige Hebel. Aha. Rechte Truhe. Der dunkle Stein. Der linken Truhe ist dann wahrscheinlich das Bier. Und du? Ah, hier. Zurück in der Stadt mit den Kräften des dunklen Steins, dem Altar entfesselt wurden, konnte Zweig endlich seinen Wunsch erfüllen. Macht alle dafür, für all die Demütigung zu bezahlen, die er in anderen Abenteuern erlitten hatte, und ließ sie mit einem Fingerschnipp explodieren. Finit war. Aha. An was das wohl eine Anspielung ist. Und ich weiß, was in das letzte Ding reinkommt, in die letzte 6 Monate später. Das habe ich mir schon bei Zombie spoilern lassen. Dem dunklen Stein lange ausgesetzt zu sein, würde jeden korrupt werden lassen und sich in eine dunkle, böse Kreatur verwandeln lassen. Im Fall von Zweig hatte dies keine Auswirkung, da er bereits ein verabscheuenswürdiges Wesen war. Er hatte nun nur sein Aussehen verändert. Jahr 80, Tag 48. Bin ich noch live Twitch?
Scheint so. Oh, dunkler Zwergi. Nice. Mr. Dunkler Fürst himself. Ich weiß auf jeden Fall noch eins. Das ist auch Ende 71. Das wusste ich eigentlich, dass wir das hinkriegen können. Wir müssen Sachen zum Opferaltar geben. Und da gibt es nicht über den Berg dort, nicht über den Berg, aber über den anderen Berg. Gibt es eine kleine Abkürzung. Da können wir gerade mal mit Schaufelschwert und Greifhaken. Da können wir da schon mal lang. Und drei Gegenstände abgeben. Wir haben inzwischen auch eine Abkürzung. Der kleine Spiegel. Autsch. Der spielt gar keine Rolle, was wir für Schaden kriegen. Jetzt habe ich überlebens. Vier Gegenstände dürfen wir, glaube ich, nicht. Das ist schwer. Da gehen wir dabei drauf. Den Greifhaken noch mal sowieso, um hier hochzukommen. Gehen wir die drei Items hier mal ab. Und gucken mal, ob es hier drüben noch ein paar Items gibt. Also die Flöte gibt es auf jeden Fall, davon weiß ich. Es ist jetzt blöd, dass wir die Hakenklaue schon abgegeben haben. Dann hätten wir ein leichtes. Einen Kompass könnten wir auf jeden Fall abgeben. Und Mr. Hax, der noch dort ist. Okay, die Flöte der Zeit haben wir hier auf jeden Fall. Okay, ich glaube, ich sollte mal das mal neu starten. Mr. Hax, ist, glaube ich, eine gute Idee. Die Hakenklaue sollten wir als letztes abgeben. Als allerletztes. So, abgeben das Ding. Ich glaube ja, sechstens. So sieht's hier aus. Finden wir hier auf der Seite noch Items? Fürchte nein. Und was finden wir da drüben noch für Items, die wir erwünscht abgeben könnten? An Mr. Hax kämen wir ran, aber dann kommen wir nicht mehr auf den Berg, oder? Ja, theoretisch schon. Die Angel können wir generell nicht mitnehmen, weil wir dann sofort angeln gehen. Kommen wir ohne Haken überhaupt noch irgendwie? Zum Schreien. Ich komme mit der Bombe lang. Ich gehe mal durch die überfluteten Höhlen. Vielleicht schaffen wir es dann, wenn wir dort zurückgehen, und dann und wir sterben einfach hier. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Na komm. Nach dieser Erinnerung. Wir sollten die Hakenklaue auf jeden Fall als letztes abgeben.